Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und wir packen heute die Look Fantastic Beauty Box aus. Eine Box, die ich als allererstes mal mit abonniert habe und bei der es über die Jahre doch auch ein paar Veränderungen gab. So jetzt auch in diesem Monat. Die Box kommt jetzt viel nachhaltiger bei einem zu Hause an. Allerdings, ich habe es noch nicht aufgemacht, klappert das hier ganz schön drin. Ich hoffe, hier ist alles heile drin geblieben und ich bin gespannt drauf, welche Produkte wir gleich finden werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Look Fantastic Beauty Box hat ihren Ursprung in Großbritannien, wird aber aus Europa, also aus dem EU-Land verschickt seit dem Brexit, sodass euch da keine Zollgebühren oder ähnliches anfallen. Sie kostet 15,50 Euro bis 20 Euro pro Monat, je nachdem für welches Abo-Modell ihr euch entscheidet und ihr bekommt dann immer 6 Produkte nach Hause. Und die Box kommt jetzt in so einem nachhaltigen Versandkarton bei euch an und bisher hatten wir quasi im Versandkarton eine Box, die ist jetzt komplett wohl weggefallen. Eben einfach, um Müll zu sparen. Den Grundgedanken finde ich da richtig gut. Ich hoffe nur, dass auch die Produkte weiterhin sicher eingepackt sind. Und das klingt mir jetzt so im ersten Moment eben nicht so. Ich werde das hier mal aufmachen und wir werfen einen ersten Blick hinein. So sieht es jetzt einmal im Versandkarton aus und hier ist wirklich keinerlei Krüsselpapier mehr drin, was ich eigentlich ganz gut finde, aber die Produkte rutschen da halt auch extrem hin und her. Also ich finde, dann sollten sie vielleicht den Karton auch noch mal etwas verkleinern oder so. Also ich finde es noch nicht ganz optimal, aber ich finde es schön, dass sie so einen nachhaltigen Weg jetzt einfach gehen. Was ich so als ersten Blick hier sehe an Produkten ist ja abwechslungsreich. Aber ich sehe jetzt hier noch nicht mal ein Kärtchen oder so. Früher gab es immer auch ein Magazin mit in der Box, wo man reinblättern konnte, was zwar komplett auf Englisch war, aber man hatte so immerhin die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Jetzt habe ich etwas gefunden, das ist nur so ein kleines Mini-Kärtchen mit einem QR-Code drauf und da kommen wir dann zu einem digitalen Magazin. Wir hatten die letzten Monate auch schon immer nur so ein digitales Magazin, aber da war es, meine ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, noch ein größeres Kärtchen. Das versteckte sich jetzt quasi unter dem Seidenpapier noch. Give a little more love steht hier auf der Rückseite mit drauf, das finde ich ganz süß. Ich werde jetzt mal den QR-Code scannen und dann schauen wir mal, wie sie das digitale Magazin gestaltet haben. Ich habe es geöffnet und das Thema ist auch quasi das, was hier auf dem Kärtchen draufsteht. Also gib ein bisschen mehr Liebe ist das Thema und ja, das Magazin ist weiterhin leider auf Englisch. Sie schreiben jetzt nochmal, glaube ich, auch ein bisschen was dazu, dass das Ganze jetzt nachhaltiger gestaltet ist und ja, dann geht es schon um die Produkte. Sie sind aufgelistet, es sind auch Preisangaben in Pfund mit dabei, das suche ich euch aber dann auf europäischen Shops, also auf EU-Shops einmal raus, beziehungsweise auf deutschen Shopseiten und mache euch da die Preiseinblendungen. Grundsätzlich ist hier eben auch weiterhin alles auf Englisch beschrieben, was ich sehr schade finde, denn gerade die Look Fantastic Box ist doch europaweit recht beliebt und wird europaweit abonniert. Und ich finde, wenn sie ein digitales Magazin machen, dann könnten sie auch irgendwie nach einer gewissen Zeit jetzt mal so langsam auch das in den jeweiligen Sprachen herausbringen. Oder was denkt ihr dazu? So, wir haben jetzt hier einmal einen großen gelben Tiegel drin, den ich sehr interessant finde. Wir haben hier von Umberto Giannini eine Bananabutter drin. Repair and Restore Leave-In Conditioning Styling Butter for Dry, Frizzy and Textured Hair. Also wir haben hier eine Haarbutter, die man als Leave-In-Pflege in die Haare gibt und die gegen Trockenheit wirken sollen. Sie sollen Frizz verhindern und die Haare texturieren. Und ich meine, das ist bestimmt so ein perfektes Produkt, wenn man so eine Naturwelle oder Naturlocken hat, damit die einfach besser rauskommen. Das werde ich super gerne ausprobieren. Ich habe auch so eine Naturwelle, man sieht es hier so ein bisschen. Ich habe jetzt nichts extra gemacht, aber so kringeln sie sich bei mir ganz natürlich, mal mehr und mal weniger. Und da kommt es wirklich auch immer stark auf die Pflege drauf an. Also das werde ich mal ausprobieren. 100 Milliliter Produkt sind hier drin. Vielleicht riecht
ja sogar auch ein bisschen nach Banane. Das würde ich mich sehr freuen, weil ich den Duft gerne mag. Und ja, dann werde ich euch mal berichten. Dann habe ich hier als nächstes ein sehr bekanntes Produkt, was ich erst neulich auch in einer anderen Box drin hatte, von Monoskin, ein Beauty Balm, Brightening and Tightening Proteins für alle Hauttypen. Also das Ganze soll aufhellend wirken und die Haut stärken. Wir haben hier eine schöne Gesichtspflege mit ganzen 50 Milliliter. Es ist definitiv eine Marke, die ich unbedingt mal schön ausprobieren und testen möchte. Ich habe da jetzt schon so ein paar Produkte für eine kleine Routine zusammen, unter anderem auch dieses Produkt. Darum wird dieses hier wahrscheinlich weiter wandern. So kann ich einfach mal ein paar mehr Produkte von dieser Marke zusammentesten. Das finde ich ganz schön. Und Gesichtspflege, finde ich, geht auch immer in so einer Beautybox. Dann haben wir als nächstes einmal diese Schachtel hier von der Marke Grown Alchemist. Und das ist ein Age Repair Intensive Moisturizer. Okay, also eine intensiv feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege mit 12 Milliliter. Hier möchte ich jetzt anmerken, dass ich das ein bisschen schade finde, dass wir direkt das nächste Gesichtspflegeprodukt drin haben. Es ist eine schmale schwarze Tube, also ganz anders als zum Packaging. Aber ich finde, eins von beiden hätte gereicht. Also wer soll die Gesichtspflege denn aufbrauchen, ne? Also ich finde, da hätte man mit ein paar Monaten Abstand vielleicht dann das andere Produkt reinpacken können und dafür vielleicht eine Augenpflege mit reinmachen können oder so. Eine schöne Marke in jedem Fall und feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege verwende ich sowieso am liebsten, weil ich da einfach besonders drauf achte. Aber ja, von der Produktkategorie her leider wenig abwechslungsreich. Dafür haben wir jetzt hier etwas, was wir relativ selten so im Boxen haben. Aus der dekorativen Ecke haben wir hier einen Marshmallow Sponge von So Echo. Eine Limited Edition ist das wohl und da ist auch so ein Herz drumherum auf dieser Verpackung. Also so ein bisschen an den Valentinstag angelehnt. Finde ich sehr süß. Den schauen wir uns auch mal genauer an. Er ist grün und ich finde die Farbe schön und er fässt sich auch gut an. Er hat mal so ein bisschen eine andere Form als wie so das, was man vielleicht so kennt. Er ist halt so ein bisschen runder, nicht ganz so spitz zulaufend. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schwieriger ist, damit so unter die Augen zu kommen, aber vielleicht dann doch mit der flachen Seite oder so, das muss ich mal ausprobieren. Er fühlt sich in jedem Fall gut an und ja, wird getestet. Finde ich sehr schön. Ich finde, neben der Haarbutter, neben der Banana Butter, ist das bis jetzt so mein Lieblingsprodukt. Dann haben wir jetzt hier noch etwas Dekoratives drin, und zwar diesen Stift hier von Nude Sticks, ein Magnetic Luminous Eye Color, also ein magnetische Augenfarbe. Ich weiß jetzt auf dem ersten Blick jetzt hier nicht, wie die Farbbezeichnung ist, aber scheint so ein schöner Champagnerton zu sein. Und den werden wir einfach mal swatchen. Ich mache den mal auf und dann swatche ich euch den hier hin. Der fühlt sich sehr gleitend, sehr leicht an. Und ich glaube, das ist eine schöne Farbe, die man einfach mono aufs Augenlid bringen kann und dann da einen schönen Schimmer auf dem Augenlid hat. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Farbe. Die haben sie gut ausgewählt, weil ich glaube, mit der Farbe können eben auch sehr viele einfach was anfangen, ne? Ja, das gefällt mir auch, finde ich cool. Und jetzt sind wir schon beim letzten Produkt angekommen. Und da haben wir einmal diese kleine Flasche hier von Stain, nee, von The Balm ist das. Ein Stainiac Hint of Tint for Cheeks and Lips. Mit 1,7 Millilitern. Und das wirkt jetzt hier erstmal sehr, ja, rot, aber ich glaube, das wird relativ schier sogar sein. Also ein Lip-Tint oder ja, Blush-Tint, Cheek-Tint in flüssiger Form habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit. Ich werde es aber mal ausprobieren. Und jetzt werde ich hier einfach mal was hingeben. Ich glaube, so auf den Lippen kommt es bestimmt richtig gut. Wenn ich es jetzt mir für die Wangen überlege, muss es sich ja auch gut ausblenden lassen. Ich glaube, da muss man schnell arbeiten. Also ich sehe jetzt hier einen deutlichen Rand. Es ist ein schöner Farbton, auch so für die Wangen. Aber wenn man zu lange wartet, dann hat man hier deutlich
eben diesen Rand. Man kann das nicht so gut ausblenden, finde ich. Also ich denke, ich würde dieses Produkt bevorzugt für die Lippen dann verwenden. Und es, ja, trocknet ziemlich schnell runter. Also ich, das ist etwas, das muss ich einfach mal ausprobieren, ob mir das so gefällt in der Anwendung. Und aber das ist eigentlich auch das Schöne, dass man durch so eine Beautybox einfach mal neue Dinge ausprobiert und testet, ob die etwas für einen sind oder nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man eben einen deutlich geringeren Preis für den Inhalt in dieser Box bezahlt, als wie das, was man an Produkten bekommt. Und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn dann ein Produkt dabei ist, was man testet, wo man dann vielleicht hinterher sagt, ach, das ist doch nicht so richtig was für mich. Von daher bin ich da immer sehr offen eingestellt und wir haben jetzt hier die komplette Box schon ausgepackt. Also am schönsten fand ich diese beiden Produkte, auch weil ich sie noch nicht kenne, was mal andere Produktkategorien sind und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde hier bei diesen dekorativen Schätzchen die Farbe sehr gut gewählt. Das finde ich erstmal okay. Etwas, was ich gerne ausprobieren werde, wo ich mir gerne eine Meinung zu bilden werde. Und dann hatten wir hier noch zwei Gesichtspflegen drin. Da habe ich ja schon angemerkt, dass ich es schade finde, dass ich hier die Produktkategorie so doppelt. Da hätte ich mir dann nur eins von beiden lieber gewünscht und dafür noch ein ganz anderes Produkt vielleicht. Für den Körper zum Beispiel hatten wir nichts drin. Sei es eine Dusche oder eine Bodylotion oder mal etwas für die Füße oder so. Das hätte ich auch sehr passend gefunden. Ich blende euch mal noch den Gesamtwert ein. Mal schauen, wie hoch der sein wird. Und dann darf ich mich auch schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.